Andreas Braun, Social Trading. Andreas Braun ist Journalist bei der Online-Sparte von ARD Börse und beschäftigt sich schon seit Jahren mit dem Thema Social Trading. Aber was ist Social Trading eigentlich? Der Anleger hat ja in erster Linie immer mal zwei Möglichkeiten. Er kann sein Geld selber anlegen oder er kann das Ganze von einem professionellen Berater oder Fondsmanager machen lassen. Social Trading ist so ein bisschen was dazwischen. Beim Social Trading schließen sich mehrere Anleger, Privatanleger im Internet auf verschiedenen Plattformen zusammen und versuchen sozusagen mit Hilfe kollektiver Intelligenz, Schwarmintelligenz, bessere Anlageentscheidungen zu treffen. Es gibt inzwischen eine Reihe von Plattformen im Internet, wie beispielsweise Wikifolio, eToro, Alando, wo Benutzer die Möglichkeit zu haben, selbst zum Fondsmanager zu werden. Das heißt, man meldet sich an, sagt, liebe Leute, guckt mal, ich lege euer Geld an. Dann haben die Nutzer die Möglichkeit, diesem Benutzer wiederum ihr Geld anzuvertrauen. Der kann das dann anlegen und man sieht ganz genau, wie gut ist er. Das heißt, wie sieht seine Performance aus. Kann gut sein, denn so mancher Hidden Champion hat sicherlich schon mal professionelle Fondsmanager geschlagen. Und es ist einfach eine Sache, dass es ja durchaus vorkommt, dass Menschen in größeren Gruppen bessere Entscheidungen treffen als einer alleine. Nichtsdestotrotz muss man natürlich aufpassen. Welche Plattform ist vielleicht die richtige für mich? Wo lauern denn die Chancen, aber auch die Risiken? Andreas Braun hat das Ganze gut, knapp und einfach zusammengefasst. Das heißt, mit Checklisten, mit den Do's und Don'ts des Social Tradings. Das heißt, wenn Sie sich das Ganze mal angucken möchten, wie funktioniert es, ist es vielleicht ein weiterer Baustein in meinem Portfolio, kann ich nur dazu raten. Wir haben es in unserer Simplified-Reihe rausgebracht. Das heißt, guter, schneller Einstieg für wenig Geld. Fühlt sich nicht viel Spaß beim Social Trading mit Andreas Braun. Tom Fries und Michael Huber, Finanzcoach für den Ruhestand. Für viele von uns kommt der Ruhestand nie früh genug, letzten Endes aber doch irgendwann. Das heißt, man hat endlich Zeit, all das Geld, das man quasi über die ganzen vielen Jahre gespart hat, auch sinnvoll auszugeben, wenn man es denn hat. Natürlich sollte die Altersvorsorge schon in frühen Jahren beginnen. Nichtsdestotrotz wird es auch quasi gegen Ende des Erwerbslebens immer wichtiger, schon mal ein bisschen vorauszuplanen, denn letzten Endes bleiben einem ja vielleicht noch einige Jahrzehnte, bis quasi man sozusagen nichts mehr von seinem Geld hat. Tom Fries und Michael Huber haben sich darauf spezialisiert, zu gucken, was wird denn im Ruhestand wichtig? Was muss ich beim Thema Steuern beachten? Was ist denn mit Erben und Vererben? Wie sollte mein Portfolio, wenn ich denn eins habe, aufgestellt sein? Reicht eine Immobilie für die Altersvorsorge oder sollte ich vielleicht doch noch irgendein ein Aktienpaket, einen Fonds haben oder vielleicht eine Lebensversicherung? Wie gehe ich mit meinem Geld um und was ist besonders wichtig ab 50, ab 55, wenn ich quasi dabei bin, in den Ruhestand zu gehen? Tom Fries und Michael Huber, der Finanzcoach, auch für Ihren Ruhestand.